Das Aussie Oil ist ein Oberflächenprodukt, mit dem sich ein Hochglanz auf Holz erzielen lassen kann. Das Besondere ist, dass dies nicht auf der Drechselbank passieren muss. Man kann auch exzentrische oder eckige Objekte ganz einfach per Hand aufpolieren. Wie das funktioniert, habe ich euch im vorherigen Video gezeigt. Im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie man mit dem Aussie Oil auf der Drechselmaschine arbeitet. Bevor das Aussie Oil aufgetragen wird, kann die Oberfläche auch mit Sherlock E Ultraschein behandelt werden. Mit dem E-Ultraschein bewerkstelligen wir, dass die Oberfläche, die bereits auf Korn 600 geschliffen wurde, ungefähr auf Korn 2000 geschliffen wird. Also ein sehr feiner Schliff. Das E-Ultraschein hat eine cremeartige Konsistenz. Es enthält Shellac, eine Mischung aus Bienenwachs und Carnauba-Harz und Bims als Schleifmaterial. Wird es auf drehende Werkstücke aufgetragen, erwärmt sich das E-Ultraschein während des Schleifvorgangs. Dabei entsteht eine Mischung aus den E-Ultraschein-Inhaltsstoffen und dem Schleifstaub. Diese Mischung glättet letzte Schleifspuren, füllt die Poren und zieht tief in die Holzfasern ein. Als Ergebnis bekommt man eine brillante Oberfläche. Tragt das E-Ultraschein auf, bevor ihr die Drechselbank startet. Jetzt kann ich die Maschine starten und mit dem Schleifen beginnen. Führt das Küchenpapier mit Druck über die gesamte Oberfläche. Eine Sache muss man allerdings beachten: Der Überschuss muss vollständig abgewischt werden. Hier ist noch Wachs drin, das Papier sollte aber sauber sein. Deshalb nehme ich ein neues Stück zur Hand. Dann mache ich weiter. Ich wiederhole das, bis das Papier sauber bleibt. Es ist fast sauber. Ich nehme noch ein Stück, damit ich auf Nummer sicher gehen kann, dass es sauber ist. Auf dem Papier ist kein Wachs mehr zu sehen und damit bin ich fertig. Durch das Ultraschein hat das Holz schon einen sehr guten Glanz bekommen. Dieser Glanz bleibt jedoch nicht erhalten, denn die Oberfläche wird durch das Aushärten des Wachses stumpf. Möchte man den Glanz, den man mit dem E-Ultraschein bekommen hat, erhalten, behandelt man die Oberfläche am besten mit Aussie Oil. Das Aussie Oil kann ich jetzt aufbringen. Vergesst nicht, dass ihr es jedes Mal gut durchschütteln müsst, damit ihr es verwenden könnt. Also denkt daran, gut durchschütteln, bis es vollständig vermischt ist. Andernfalls trägt man nur das Öl auf, das sich oben absetzt und der Shellac verbleibt in der Flasche. Aufgetragen wird es jetzt mit einem Küchenpapier. So, dann kann ich die Drechselbank wieder anstellen. Ich arbeite mit leichtem Druck. An der Reflexion kann man schon ganz deutlich erkennen, wie glänzend die Oberfläche geworden ist. Das Aussie Oil sorgt für diesen schönen Glanz. Man könnte es bei dieser einen Schicht belassen, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, kann es sein, dass sich der Glanz nach einer gewissen Zeit verliert. Es könnte sein, dass der Glanz etwas weggeht. Um das zu verhindern, kann ich problemlos eine weitere Schicht auftragen. Und was auch noch passiert, weil jetzt
Dadurch, dass sich das Werkstück dreht, entsteht durch die zusätzliche Bewegung Reibungswärme, wodurch ein noch glänzenderes Finish erzielt wird. Ich arbeite jetzt die zweite Schicht ein. Mit jeder weiteren Schicht wird der Glanz immer schöner. Das kann man hier schon sehr deutlich erkennen. Hier kann man schon sehen, dass es noch viel höher ist. So, für heute bin ich auch schon fertig. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr über die Produkte von U-Bute erfahren wollt, dann klickt auf das Video links. Habt ihr Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar. Wenn ihr keine Videos oder Informationen mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal oder besucht uns auf drechselbedarf-schulte.de.